Zuschauer, die Vereinigung Deutschlands ist wohl bis heute noch nicht in der Weise vollzogen, wie es die meisten erhofft hatten. Neben den wirtschaftlichen und sozialen Unterschieden sind es vor allem unterschiedliche Wertvorstellungen, die nach wie vor trennen. Doch wo ist das Gemeinsame? Was ist, was heißt Deutsch? Das ist die Frage, der sich die Teilnehmer heute des Baden-Badener Disputs stellen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dies ist der 24. Baden-Badener Disput. Das Thema, was ist Deutsch, was heißt Deutsch? Wenn Sie die Totale unserer Runde heute ansehen, so sieht sie ein bisschen aus wie ein Wartezimmer beim Arzt, das noch nicht voll ist. Es handelt sich aber um eine spiritistische Seance. Wir warten auf zwei Geister, die wir rufen werden. Durch unsere Voten beim Thema Deutsch kann es nicht fehlen. Das hat ohnehin immer eine dämonologische Dimension. Herr Stürmer und Herr Sloterdijk haben sich ein bisschen verspätet, aber wir werden, das garantiere ich Ihnen, Ihren Auftritt erleben. Außerdem ist es ganz selten, dass wir über Herrn Stürmer reden können, ohne dass er widersprechen kann. Ich möchte das Thema mit einer Passage aus dem Dr. Faustus beginnen, Thomas Manns sozusagen Summe seiner deutschen Existenz. Die Theologiestudenten in Halle, unter ihnen Adrian Leverkühn, die Titelfigur, und sein Erzähler Zeitblom, machen einen Ausflug mit gleichaltrigen Theologen. Sie wandern jugendlich in der Harzgegend in Thüringen und am Abend reden sie. Sie reden über das Jungsein und über das Deutschsein. Und ich zitiere Ihnen, was ein Herr Deutschlin, Sie haben alle entsprechende Namen, Teutleben, Dungersleben, ein Herr Deutschlin dazu zu sagen weiß. Die deutsche Jugend repräsentiert eben als Jugend den Volksgeist selbst, den deutschen Geist, der jung ist und zukunftsvoll. Unreif, wenn man will, aber was will das besagen? Die deutschen Taten geschahen immer aus einer gewissen gewaltigen Unreife. Und nicht umsonst sind wir das Volk der Reformation. Wo bliebe die Welt auch, wenn Reife das letzte Wort wäre? Wir werden ihr in unserer Unreife noch manche Erneuerung, manche Revolution bescheren. Der Zeitpunkt dieser Sätze, 20er Jahre, nehme ich an. Adrian Leverkühn entgegnet dann, wieso sind wir eigentlich so unreif und so jung, wie du sagst? Ich meine, als Volk, wir sind doch schließlich so weit her wie die anderen. Und vielleicht spiegelt nur unsere Geschichte, dass wir ein bisschen verspätet zusammenfanden und ein gemeinsames Selbstbewusstsein ausbildeten, uns eine besondere Jugendlichkeit vor. Ich weiß nicht, ob Jungsein und Revolutionärsein das Thema, das Problem des Deutschseins heute ist. Wahrscheinlich haben wir im Laufe der nächsten 90 Minuten andere Sorgen. Aber ich glaube, wir werden auf diese Thomas Mannsche Diagnose, die natürlich ironisch ist, noch einige Male zurückkommen. Sie kennen unsere Runde. Zu meiner Linken Antje Vollmer. Sie ist zurzeit an einem Ort, den man, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ungern verlässt, das Wissenschaftskolleg nicht in Berlin, sondern zu Berlin, und darf dort ein Jahr lang forschen und arbeiten. Sie ist Theologin und Erwachsenenbildnerin und Politikerin und Journalistin. Ich glaube, langsam sind wir so weit, dass ich zu jeder Person hier sagen kann, sie bedarf keiner Vorstellung mehr. Das gilt natürlich auch für Gertrud Höhler zu meiner rechten Seite. Wir haben im Vorgespräch erwähnt, dass sie als Vorstandsmitglied einer großen, in England domizilierten Firma eines Nahrungsmittelkonzerns oft Gelegenheit hat, auf ihr Deutschsein und ihre eigene Einstellung dazu angesprochen zu werden oder auch unangesprochen zu stoßen. Und ich glaube, dieser Angle, um im fremden Sprachgebrauch zu bleiben, wird uns sehr wichtig werden.
Herr Grosser ist so etwas, er wird sich verwahren, aber so etwas wie berufsmäßig ein Vermittler des Deutschen an die anderen geworden. Die Rolle, die ihm Dr. Faustus der Saul Fittelberg übernimmt, der Impresario, der versucht, den deutschen Komponisten, das deutsche Genie nach Paris zu locken, ohne Erfolg. Ihnen ist es gelungen und auch umgekehrt. Ich glaube, über diesen Verkehr wird gerade jetzt, wo das deutsch-französische Verhältnis ja von einer Idylle etwas weiter entfernt ist als vor einigen Jahren, viel zu sagen sein. Es ist mir eine besondere Ehre, heute einen Gast zu begrüßen, der nun nicht einfach über das Deutsche akademisch mitreden kann, sondern an der Gestaltung der Stellung Deutschlands in den letzten 10 Jahren in dieser Welt maßgeblichen Anteil hat. Es ist Valentin Farin, lange Jahre Botschafter der Sowjetunion, es will mir immer noch nicht ganz über die Lippen zu sagen, der ehemaligen Sowjetunion in Bonn. Jetzt tätig am, das muss ich richtig sagen, am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Wohl kein Zufall, dass er da ist, denn der Mann, der dieses Institut leitet, Egon Bahr, auch schon einmal unser Gast, war der Mitbaumeister der Valentin Farins, der Berliner und vor allem des Moskauer und des Berliner Vertrags. Ich glaube, wo es um die Existenzfragen zwischen zwei großen europäischen Kulturen, Nationen, Traditionen geht, stößt man auf viele Dinge, die unterhalb der Politik sind und die vielleicht ihren Gang wesentlicher bestimmen. Ich erinnere mich an ein Gespräch in Ihrem Buch, das ich hier rasch vorweisen darf. Ich glaube, es ist noch nicht erschienen, nicht? Also im Spiegel ist es vorab gedruckt. Die Erinnerungen, die politischen Erinnerungen, da sprechen Sie mit Ihrem damaligen Chef Gromyko. Offenbar hat er Ihnen Vorwürfe gemacht darüber, dass Sie den Deutschen gegenüber zu entgegenkommend waren und sagt Ihnen sinngemäß, offenbar haben Sie keine Angehörigen im letzten Krieg verloren. Und dann sagen Sie, Ihre Argumentation trifft nicht zu und dann kommt eine Liste der Verwandtschaft, die Sie verloren haben. Und Sie sind ein Beispiel dafür, vielleicht eines, das für die Deutschen, die beiden deutschen Staaten von gestern und die Vereinigten Deutschen von heute, nicht ganz uninteressant ist. Sie sind auf dem Hintergrund großer persönlicher Betroffenheit ein Mensch, der zur Versöhnung bereit ist. Und das Werk dieser Versöhnung ist jetzt anzutreten. Und wie gut die Deutschen es anstellen, darüber können Deutsche vielleicht besser reden als wir Ausländer hier in der Runde. Ich höre, dass die Geister unterdessen eingetroffen sind und will jetzt auch will das nicht meiner Beschwörung zutrauen, sondern der Tatsache, dass die Züge doch noch gekommen sind. Herr Sloterdijk, der Philosoph in Karlsruhe, hat gerade 2 Bücher herausgebracht. Sind Sie beim Lesen gewesen aus diesen Büchern? Man hat sie festgehalten. Ich versuche Ihnen eine Brücke zu bauen. Das eine, Weltfremdheit, hat einen Preis erhalten, zu dem Sie, Antje Vollmer, die Laudatio gehalten haben. Nein, der Mensch hat einen Preis erhalten. Natürlich. Der Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk hat einen Preis erhalten. Darf ich Sie bitten, die Laudatio in 2 Sätzen zu wiederholen, sinngemäß? Das ist genau das, worum das Buch nicht handelt, die 2 Sätze, ich weiß. Oh, das sind genau die unfairen Einstiegsfragen. Das Buch handelt von der Weltfremdheit, das heißt von all den Dingen, die immer nicht ausgesprochen werden dürfen, aber doch, ich glaube, die neugierigsten Menschen mit am meisten beschäftigen. Ich glaube, ich darf für meine Unverschämtheit, Sie jetzt so ins Spiel zu bringen, auch einen sehr deutschen Satz zitieren, einen fürchterlichen: Not kennt kein Gebot. Der Hintergrund dieses Satzes ist, dass ich das Buch noch nicht gelesen habe. Ich hoffe, ich bin der Letzte in dieser Runde. Ich darf den Zuschauern gleich ankündigen, was ich sonst am Schluss immer vergesse. Wir werden in unserer nächsten Sendung, der Weihnachtssendung, zentral von dem Thema dieses Buches Weltfremdheit handeln, nämlich von der Möglichkeit, nicht auf die Nischenweise, sondern auf einem anderen Kontinent, aber auf dieser Erde glücklich zu sein. Die Fähigkeit, das Leben zu gestalten und die höchste der Künste zu versuchen, die Lebenskunst.
Herr Stürmer ist gekommen, Michael Stürmer, der Historiker, und ich weiß nicht, ob hier alles Fauste sitzen, aber ich bin ganz sicher, dass wir zur deutschen Frage einen Mephisto nötig haben. Und ich glaube, manchmal können wir auch die Rollen wechseln. Sie werden auch das Faustische zu verkörpern wissen. Also wenn mich nicht alles trügt, sehen Sie bei aller Realistik, zu der Sie die Arbeit an Ihrem Institut verpflichtet, die Zukunft der Menschheit immer noch für möglich an und die Rolle der Deutschen darin als nicht nur apokalyptisch. Zweifellos nicht. Ja. Ja, ich glaube, es gibt in diesem Punkt Zweifel. Unser Potenzial haben wir ausgeschöpft an Apokalyptik. Jetzt sind wir ja eher die Biedermänner der Welt. Darf ich da gleich anschließen? Was ist mit den Biedermeiern der Welt? Ist das ein Stichwort, das Sie bereit sind aufzunehmen? Nein. Also erstens mal weiß ich gar nicht, ob es die Deutschen gibt, genauso wenig wie die Juden oder die Polen oder die Russen. Es gibt sie nicht, und wenn zum Beispiel Brandstifter am Werk sind gegen Ausländer, da sind Deutsche, und die dann protestieren, sind auch Deutsche, sind beide Deutsche. Allerdings gibt es ein besonderes Deutschtum. Man hat Hitler in der Vergangenheit gehabt und wird als solcher, als Deutscher von der Rest der Welt betrachtet. Das ist eine von außen auferlegte Identität, die hoffentlich auch von innen mitempfunden wird, und dass man eigentlich auch keinen Bundespräsident haben sollte, der das nicht mitempfindet, dass man sagen muss, das war, vor allen Dingen, wenn anerkannt werden sollte, was für Deutschland und Frankreich stimmt, dass man ja die guten Beziehungen nach dem Krieg aufgebaut hat, nicht obwohl es Hitler in der deutschen Vergangenheit gegeben hatte, sondern weil es Hitler gegeben hatte und man gemeinsam in beiden Ländern Demokratie aufbauen wollte. Es war, weil Hitler nicht Deutschland an sich war, dass die Deutschen dann wieder Teil eines Europas geworden sind. Und wenn sonst, hätte man gesagt, die Deutschen sind so und so, da sagt man manchmal auch noch. Aber die Trennung zwischen diesen Deutschen und anderen Deutschen, die ist ganz schnell nach dem Krieg gemacht worden, im Namen der Verwerfung des Hitlerseins, unter anderem von den Opfern von Hitler, die dann zusammen mit Franzosen und Engländern und Russen nach dem Krieg an Deutschland neu aufgebaut haben. Ich bin eigentlich nicht versucht, gerade Sie der geistigen Bequemlichkeit zu zeigen, aber diese Spaltung in die Guten und die anderen Deutschen ist ja etwas, wogegen sich zum Beispiel Thomas Mann mit unbequemer Schärfe gewandt hat, und auch Adorno. Ich habe da Aufsatz aus... Thomas Mann ist ja selbst ein ganz böser Deutscher gewesen, in Friedrich in die Große Koalition, und hat sich dann ein bisschen gebessert. Nur das Ineinander des Großartigen, das Ineinander des Großartigen in keiner konventionell gesetzten Grenze sich bescheidenden mit dem Monströsen. Also das Ineinander. Dann, dass die höchsten Produktivkräfte, die obersten Manifestationen des Geistes, verschworen sind mit den Schlimmsten. Das Absolute an anderer Stelle schlug um ins absolute Entsetzen. Oder der heilige Ernst kann übergehen in den tierischen. Also sozusagen, dass die Nichterlaubnis hier, die gibt es auch, sozusagen die Deutschen nach unserer Bequemlichkeit zu spalten. Herr Fahlin, ich wüsste einfach gern, wie Sie, wir wissen alle, Klischees und Stereotype wollen wir vermeiden. Wir wissen genauso gut, wir können nicht ohne sie arbeiten und fallen selbst in unbewachten Augenblicken in sie zurück. Wie ist es denn nach Ihrer Erfahrung, wenn Sie die Summe Ihrer Kontakte, Verhandlungskontakte mit Deutschen, die es im Plural natürlich nicht gab, es gab Egon Bahr, es gab dieses, es gab jenen, aber es gab bestimmt ein Urteil über die Deutschen. Ich nehme es auch Ihren Memoiren, das dann doch immer rückfälligerweise wieder da ist. Also wenn Sie sagen, Sie reden vom Nationalismus, das war diese schwierige Sache mit den Genschern, die Wiedergeburt, die Renaissance des Nationalismus. Und da haben Sie offenbar auch im internen Gespräch in den leitenden Zirkeln der alten Sowjetunion eher von den Deutschen gesprochen als von den DDR-Deutschen und den Westdeutschen. Nicht? Also die Deutschen waren in dem Sinne eine emotionale Einheit, und man hat sie im Krieg als solch erlebt. Ich wüsste gern, was Sie beitragen können, entweder zum Stereotyp oder zum Abbau desselben. Ich würde so sagen, jede Nation, Deutschen, Russen, Franzosen, Briten und so weiter, ist ein Ozean, aus dem man alles Mögliche schöpfen kann.
Und es hängt davon ab, wer schöpft, womit schöpft und wozu schöpft. Inwieweit die Regierenden, Politiker, die Anspruch erheben, die Schicksale der Millionen zu bestimmen, reif genug sein, um zu verstehen, Gesetzmäßigkeit der konkreten Zeit, in der die Völker um sie selbst leben, oder versuchen, diese Zeit und damit unsere eigene Existenz so zu gestalten, dass wir ganze Nationen zum Instrumenten von Visionen werden. Positiven, negativen, kreativen, zerstörerischen und so weiter. Deswegen, ich glaube, es ist kaum möglich und kaum richtig, ein Urteil über Nation fallen zu lassen. Nation ist schuld an etwas. Nation gewiss hat mitgespielt, mitgetragen, mitgewirkt. Aber man muss immer unterscheiden, ob das aus freien Willen, ob das aus einem inneren Trieb geschah oder diese zerstörerischen Elemente eingepflanzt wurden und so geschickt kultiviert und zum Antipod des Wesens der Nation gemacht wurden. Das sind praktisch meine Erkenntnisse aus 40 oder mehr Jahren, aus meiner Suche nach Antwort auf die Frage, wer war schuld daran, dass so etwas Schreckliches im Zweiten Weltkrieg in meinem Land, in meiner Familie geschah. Ja, aber also ich würde jetzt nicht ein Wort sagen. Erstens, ich glaube nicht an das Wesen der Nation. Das weiß ich nicht, was das ist. Das Wesen einer Nation weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite, die Frage müsste man sich dann woanders genauso stellen. Und gestern Abend hörte ich in Musik ungefähr das Schönste, was ich kenne, die musikalischen Exequien von Heinrich Schütz. Das war ein total zerstörtes, ein total zertrümmertes Deutschland, völlig im Leiden von anderen auferlegt. Es wechselt viel in der Geschichte und auch hier kenne ich kein Wesen der Nation. Herr Glosser, darf ich Herrn Fallin einfach noch direkt zitieren in seinem Buch? Es ist eigentlich eine Ausführung dessen, was Sie gesagt haben, vielleicht auch etwas, worauf der Historiker aufgerufen ist zu antworten, denn schon der Begriff Nation ist ja in diesem Zusammenhang einer der kritischen Begriffe. Es war unbegreiflich, schreiben Sie in Ihren Memoiren, eine Nation, die bei uns als Vorbild der Kultur, guter Organisation, der Ordnung geachtet worden war, ein Volk, das große Philosophen und Gelehrte, Dichter und Komponisten hervorgebracht hatte, schuf einen Ozean des Bösen und des Leids. Was kennzeichnet das Wesen dieses Volkes genauer, der hohe Geist oder der eisenbeschlagene Stiefel? Man mochte es nicht glauben, dass durch die diabolische Verführung des Nazismus die Erfahrung zweier Jahrtausende in eine alles verschlingende Gier nach Weltherrschaft entartete, dass ein halbes Dutzend Jahre genügt hatten, Deutsche in Hunden zu verwandeln. Übrigens wollen wir die Hunden nicht so schwarz machen, wie sie immer erscheinen in den Sprichworten. Dann zitieren Sie, das ist wohl Stalin, nicht? Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat bleiben bestehen. 42, 41. Ja. Die hohe Politik, die in diesem Wort zum Ausdruck kam und vom Großmachtdenken diktiert war, hat mich 1945 wenig berührt. Sie versprach etwas für die Zukunft, gab jedoch keine Antwort auf drängende Gegenwartsfragen. Wer sind diese Deutschen? Werwölfe oder selbst Opfer? Und wenn Opfer, wessen Opfer und wofür? Das ist doch eigentlich die Frage, die auch Ihrer Arbeit zugrunde lag und für die Sie eine praktische Antwort, nämlich als und auch eine visionäre Antwort gefunden haben. Also wenn ich Sie recht verstanden habe, ist die Vision sozusagen die Brücke, die zusammenführt. Ne? Meine Erkenntnis lautet, in jeder Nation, und die Deutschen sind keine Ausnahme, gibt es riesige Potenzen an Guten und gewichtige Potenzen an Unguten. Und dass die Verantwortung der Politik besteht vor allem darin, diese kreativen Potenzen zu vermehren, zu entwickeln, ihre Rolle spielen zu lassen und die zerstörerische zu bändigen oder umgekehrt. Das
Sind die Deutschen eine Nation, Herr Stürmer? Na, nach landläufigem Sinne natürlich schon. Ich müsste jetzt also sehr stark erklären, das Gegenteil. Ich glaube, es fügt sich so, dass die Deutschen seit Napoleon eine Nation sind. Thomas Nipperdey hat ja mit monumentaler Klarheit und Einfachheit gesagt, am Anfang war Napoleon. Er meinte am Anfang der deutschen Staatsnation. Bis dahin konnte man sich durchaus als bayerische Nation bezeichnen oder als brandenburgische Nation, wobei die bayerische Nation nicht mal Franken umfasste. Also Nation ist ein weites Feld, aber Nationen gibt es, wenn Sie nach Rhodos gehen, Zeiterkreuzzüge, da haben die Nationen, die spanische, die französische, die deutsche Nation, haben da ihre Palais für die Ritter. Die haben sich schon so empfunden, das war sprachlich, aber natürlich innerhalb der christlichen Abendlandsgemeinschaft, die dort loszog, um nun Jerusalem zu befreien von den Andersgläubigen oder Ungläubigen mit bösen und auch zum Teil ganz positiven Mitteln. Die Idee der Nation in Europa, ist, also zu Europa gehört die Idee der Nation. Ich glaube, dass sie in Europa geboren worden ist. Sie spiegelt die vielen Varianten europäischen Daseins wider. Deshalb ist auch Nation in Europa wesensmäßig innerhalb des Europäischen, ursprünglich des christlichen Erdkreises oder des christlichen Weltbilds aufgehoben. Und nur innerhalb dessen verständlich. Erst mit der Französischen Revolution und mit dieser merkwürdigen, ambivalenten Mischung von Demokratie und Totalitarismus und Ideologie und Nation und Fortschritt, da entstehen diese gegeneinander gestellten Staatsnationen. Und da sind wir Erben von. Natürlich, wir sind aber auch Erben des Älteren. Deswegen glaube ich, dass die Deutschen vielleicht unter den europäischen Nationen noch immer eine der europäischsten sind und auch wieder sein können. Einmal durch die Lage, zum anderen durch die lange Erfahrung eines übernationalen Daseins, die wir ja als längste, fast als längste bewahrt haben, bis im Grunde Bismarck. Und die bismarckische, die Begeisterung für den bismarckischen Nationalstaat war ja gar nicht sehr groß. Sie bei den ersten Reichstagswahlen wählen 50% der Menschen, obwohl es allgemeines Wahlrecht ist. Sondern die Menschen gingen eigentlich sehr zurückhaltend rein. Und sie gingen hinein wegen jener Erinnerung, von der Sie eben sprachen, 30-jähriger Krieg, 7-jähriger Krieg, napoleonische Kriege, alle diese Weltkriege, die ihren Brennpunkt im buchstäblichen Sinne in Deutschland hatten. Aber ich verstehe, dass Sie gegensteuern, aber es ist doch eigentlich, es gehört ja zu dem kulturellen Topoi des Deutschen, ne? In diesem großen Schillerschen Epigramm eingefangen. Es gab andere Reaktionen auf die Französische Revolution wie diese. Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es Deutsche vergebens. Bildet darum, ihr könnt's freier zu Menschen euch aus. Sie haben eine doppelte Spitze. Nation, das war Frankreich. Nicht? In diesem, das war die personifizierte Nation. Und das könnt ihr nicht. Bildet euch zu Menschen aus. Das ist ein Paradox, weil die Franzosen ja beanspruchten, sich zu Menschen auszubilden. Die Menschenrechte ist ein französisches Wort. Oder ein angelsächsisches. Aber wir waren natürlich über die Botschaft dieser Menschenrechte von der Vendée bis zu den Septembermorden 93, also vor genau 200 Jahren, etwas entsetzt. Und ich glaube, mit Recht, ja. Bis heute entsetzt. Und das war ja alles sehr ambivalent. Die Grande Armee, die in Moskau untergeht, besteht zur Hälfte aus Deutschen. Und dann noch ein paar französische Offiziere, um es leicht pointiert zu sagen. Die Deutschen haben unter dieser französischen Revolution gelitten. Sie haben sie zuerst bewundert, bis rauf in die Spitze. Bewundert und dann haben sie mehr und mehr darunter gelitten und unter diesen Hammerschlägen ist die deutsche Nation als politische Nation, die sie eigentlich gar nicht sein wollte, weder Schiller noch die deutschen Fürsten noch der deutsche Adel, noch eigentlich viele aus dem Bildungsbürgertum von Bauern und so gar nicht zu reden, sind sie eigentlich gegen ihren älteren Gewohnheiten in die Nation hineingehämmert worden. Auch das hat noch lange gedauert, im Grunde bis 1848. Aber Grillparzer hat sozusagen den Schritt von der Nationalität zur Bestialität ganz kurz gesehen, nicht? Dahinter steht noch eine Reichsvorstellung, die universalistisch war. Und ja, mindestens österreichisch, gesamtösterreichisch, aber universalistisch vielleicht. Das war das Reich. Nein, da nicht mehr, mit Grillparzer nicht mehr, da ist das Reich schon aufgelöst. Ja. Entschuldigung, Herr Sloterdijk. Ist die Frage sinnvoll, um die wir streiten, also das mit der Nationalität? Sind das alle Kamellen, die verspätete Nation? Spielt das keine Rolle für das Selbstverständnis des Deutschen, sozusagen für die erschwerte politische Lernfähigkeit, die die Deutschen ja sich selber permanent attestieren? Ist das...
Ja, also mein persönliches Bedürfnis bei dem Thema ist eigentlich, aus dieser hypochondrischen Großwetterlage herauszukommen, in der man die deutsche Frage immer gerne diskutiert. Die Deutschen haben sich gerade so darauf spezialisiert, so das Sorgenkind unter den Nationen zu sein. Bei blühender Gesundheit im Allgemeinen. Wie es bei Hypochondrien ja zu sein pflegt, nicht? Weil sie sterben immer nur subjektiv und werden leider von den Mitmenschen nicht ernst genommen. Im Gegenteil, immer noch als Feinde aufgebaut, nicht? Also, und wird Kraft vermutet, wo im Selbstverhältnis eher die Schwäche auffällt. Was mir an der Problematik als solcher imponiert, ist das Folgende. Also unter den heutigen Zeitgenossen gibt es fast niemanden, der nicht eine differenzierte, individualistische, in philosophischer Hinsicht sozusagen nominalistische Position einnehmen würde. Das heißt sozusagen, es gibt gar keine deutsche Nation als Wesen, es gibt nur einzelne Deutsche. Das wäre sozusagen der Nominalismus des Alltags in dieser Angelegenheit. Nun, zugleich ist aber ganz massiv klar, wer gereist ist auf der Welt und je mehr, desto deutlicher sieht, es gibt Nationalcharaktere. Und die Deutschen haben auch einen. Und wer einmal als Heimkehrer in sein liebes Vaterland zurückgekehrt hat, spürt das doppelt stark. Und fragt sich, was ist das Reale daran? Das ist doch die Suche hinter dieser Frage. Wir können nun nicht mit einer platonischen Antwort auf diese Frage herankommen. Wir können nicht gut essentialistische Debatten nach dem Deutschen überhaupt mehr in Gang bringen, weil, wie gesagt, diese Differenzierung stattgefunden hat. Also wir können nicht auf den Standpunkt zurückgehen, den etwa ein Kirchenvater im 3., 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung hat einnehmen können, gesagt, es gibt Engel der Nationen. Bei Gott selbst ist jede Nation als eine archetypische Idee gedacht worden. Im Grunde genommen, so wie die Tiere im Paradies als Gattungen nebeneinander gestellt worden sind, so sind in einer ursprünglichen Stiftung all die Völker, die wir kennen, vielleicht waren es 72 am Anfang, diese Zahl hat im Mittelalter eine große Rolle gespielt, weil sie auch die Zahl der Völker ist, die angeblich beim Turmbau von Babel zerstreut worden sein sollen. Da waren die Deutschen nicht dabei, was also platonisch ungeheure Probleme macht. Die Deutschen hatten mehrere Engel, ne? Aber mit Antworten, also diese Frage nach den Engeln der Nationen, die auch die katholische Völkerlehre bis ins 19. Jahrhundert mit markiert hat und zum letzten Mal aufgetaucht ist auch noch beim Rembrandt-Deutschen von Langbeen, also in der Vorgeschichte der eigentlichen bösartigsten Nationalismen noch einmal aufgespuckt ist, um dann völlig zu verschwinden. Herr Sutterberg, also Sie sind noch nicht fertig. Teufels. Also mal weiter. Ja, aber ich möchte nur gerne wissen, was ist nun dieses Reale an diesen Nationen, wenn wir den Rekurs auf diese Essenz, auf den Engel der Nation nicht haben? Woher kommt dieser nationale Schein? Was macht den so substanziell? Warum ist er so dicht? Und das lässt sich auch nicht auflösen mit der Bemerkung, dass es in jedem Volk Gute und Böse gibt, nicht? Sondern es gibt schon Temperamente und es gibt Stimmungslagen, es gibt bestimmte Spannungen, die in bestimmten Völkern stärker da sind und bestimmte Handlungsbereitschaften. Woher kommt das? Ich glaube, das wäre eine fruchtbare Frageperspektive. Gleich zu Ihnen, Frau Höhler, ich möchte nur, dass eine Bemerkung, ein Bonmot von Ihnen nicht verloren geht, Frau Vollmer, dass Sie eingeworfen haben, die Deutschen haben mehr als einen Engel. Das könnte genau das Problem sein. Ne? Diese Engel sind untereinander nicht einig, die gehören nicht zum selben Himmel. Aber ja, wir haben doch seit 1945 nun auch die Nationen, jedenfalls die deutsche Nation, nicht mehr als Gedanken Gottes interpretiert, sondern als Gedanken des Teufels, und zwar ein Lieblingsgedanken des Teufels. Und jetzt sind wir wieder irgendwo säkularisiert. Nein, aber diese Engelidee soll ja sagen, dass es eine bestimmte äußere Form auch gibt. Also dass man das Adjektiv Deutsch nicht nur zusammenfügen kann mit deutsche Sprache, deutsche Küche, deutsche Musik, deutsche Kultur. Deutsche Frauen. Dann auch irgendwie. Deutscher Humor. Deutscher Wein. Sondern dass das Ganze auch eine feste äußere Form hat, die sich einigermaßen selbstverständlich bildet, also jedenfalls in dem Zeitalter, in dem sich die Nationen gebildet haben und wo es auch zusammenhält. Das verstehe ich mit dieser Engelgeschichte. Und das genau diese äußere Form haben die Deutschen nicht hingekriegt. Und das hat sich vor allen Dingen ausgebildet, indem sie immer nach der Inneren gesucht haben, nämlich nach der Identität. Und das ist, glaube ich, das wirklich Schwierige, das, was man im Äußerlichen nicht hinkriegt, im Inneren dann umso verbissener zu suchen oder auch einzufordern. Und darum hat natürlich diese Frage, was ist Deutsch, also ich erschrecke immer so ein bisschen,
weil ich irgendwie mich in einer Bekenntnissituation fühle. Als müsse ich irgendwie jetzt was besonders Tiefsinniges, Ernstes, Deutsches dazu sagen. Und das gelingt meistens nicht. Ich glaube, dass diese äußere Form, wenn sie stimmt, dann hat man dazu, der Bohrer hat mal gesagt, zu Nation hat man eigentlich immer ein ironisches Verhältnis, ein aufgeklärtes. Eines, wo man auch über das Merkwürdige dieser Formgebung auch mal mit Witz und Esprit reden kann. Und das genau gelingt der deutschen Identität nie. Die ist immer sehr ernst und die droht auch häufig, also regelrecht zu explodieren, weil sie immer was Überhitztes hat. Und das liegt darin, dass die Form in der Welt nicht stimmt. Also wir versuchen jetzt ganz locker zu sein. Frau Höhler, das, was Frau Vollmer eben anspricht, nicht, die Suche nach der innerlichen Identität, das schafft aber auch eine äußere Form, die von anderen Nationen wiedererkannt wird, bis in die kleinen Duftspuren hinein. Und die Erfahrungen, die Sie machen als Praktikerin, diesmal in der Welt der Wirtschaft, würden mich interessieren. Da ist die Solidität die Dichte, von der Sloterdijk gesprochen hat, des, nennen wir es Klischees oder wie immer, jedenfalls des nationalen Bildes, ist überaus präsent. Und wie geht man damit um, wenn man damit arbeitet? Ja, wenn man einen Begriff sucht, dann kann man sagen zwiespältig, so wie die Deutschen mit sich selber. So gehen die Ausländer mit uns auch um. Aber anfangs mal etwas Grundsätzliches zu dieser Debatte. Es ist natürlich so, ich weiß nicht, wie oft im französischen Fernsehen die Frage, was ist Französisch, läuft, als das Thema einer Diskussionsrunde natürlich. Also wir haben ja Mühe damit. Und ich glaube, das werden wir nicht los, indem wir es auf den Nationenbegriff nun reduzieren, dieses deutsche Thema. Wir als Diskutanten haben Mühe damit, dass diese Themenfindung schon so deutsch ist, dass man das Gefühl hat, man müsste sich entschuldigen. Ich habe von einem Amerikaner in jüngster Zeit gehört, natürlich messen wir euch mit höheren moralischen Standards. Also es ist erstmal eine Erwartungshaltung voller Unbehagen da, die man auch bei sehr nüchternen Leuten spürt. Aber wenn hier gesagt wird, natürlich sind wir Nation, klar wie andere auch, oder sind wir es nur über Dichter und Denker und dann den Reim kennen wir alle, der dann gemacht wird, und über die großen Komponisten und so weiter, dann muss man sagen, ja, in der Tat, Kulturnation sind wir deutlicher in der Geschichte gewesen als politische Nation. Das ist eine Tatsache. Das muss nicht Ausgang von Unglück und Verfehlungen sein. Oder von Selbstgratulation wie zu Thomas Manns Zeiten. Nein, ne? Also das ist doch sicher wichtig zu sehen, wenn wir jetzt fragen, was ist das denn, was sich an Gemeinsamkeit auf einem Territorium herausbildet. Dann scheint mir wichtig, Herr Sloterdijk, Sie haben das ja gesagt, und man fühlt ja dann selber schon wieder diese Beklemmung, wenn man so etwas sagt. Man will das ja gar nicht ideologisch sagen. Wir können aber feststellen, es gibt viele ausgewanderte Deutsche, die sagen können, warum sie auf diesem Territorium nicht mehr leben wollten. Es gibt Zugewanderte, die sagen, ich lebe hier gut, ich möchte hier sein. Und über Jahrhunderte prägen sich selbstverständlich zusätzlich durch Klima, durch das Handwerk, was da, sagen wir mal, Erfolg hat, durch die Ressourcen eines Gebietes. Natürlich so etwas wie Charaktere dieser Gruppen. Dann werden sie regiert, diese Leute. Die Politik, ich glaube nicht, dass sie die Kreativität weckt, aber wir wollen hoffen, dass sie ihr Raum lässt. Sie bietet den Rahmen für das Gesamtgeschehen in der Kultur. Und ich meine, das ist eigentlich unser Thema, woher diese Sonderstellung? Warum hält sie an? Und da fällt mir dann auf, jüngste Ausformung des Nationenthemas in Deutschland ist ja, dass schon die Bundesrepublik, auch ehe sie mit dem restlichen Teil Deutschlands geeinigt wurde, dass auch die Bundesrepublik bereits, wenn denn Nation, dann eine im Widerspruch zur Geschichte, und zwar zwangsläufig im Widerspruch zur Geschichte bestehende Nation, weil wir mussten quer zu unserer Vergangenheit Zusammengehörigkeit einüben. Wir mussten im Kontrast zu der Staatsform, die wir nun gerade ausprobiert hatten, Demokratie üben. Wir waren nicht mehr der Staat in der Mitte, ein Geschiebe, was keine natürlichen Grenzen hatte und wo man immer wie mit Treibeis von allen Seiten so ein bisschen herumschieben konnte. Das war günstig, das hat Balance garantiert in Europa. Sondern wir waren plötzlich in einem westatlantischen Bündnis. Wir hatten dann den enormen Prestigezugewinn durch die Freundschaft mit den USA. Also wir waren auf eine so verwirrende Weise anders definiert als andere Nationen.
dass man, glaube ich, das als objektiven Tatbestand zuerst mal zugrunde legen muss, ehe man dann in das Gewölk der ideologischen, weltanschaulichen Fragen kommt. Und ich fand in den letzten Tagen das abschließend ganz besonders erstaunlich, als beim Abschluss dieser Olympia-Standort, Austragungsort-Auswahl, ein unbefangener journalistischer Kommentator in unseren Fernsehanstalten zu den australischen Bildern sagte, es ist ein großer nationaler Rausch. Meinte er positiv. Dieses würde er über Deutschland niemals sagen oder sagen dürfen. Hier sieht man, wie unterschiedlich. Na, er könnte vielleicht, wenn er, wer weiß das, das so empfindet, das so sagen, es würde ihm aber übel bekommen, wenn es auf Deutschland bezöge. Hier sehen wir, wie unterschiedlich der Maßstab ist, den die Deutschen selber nicht nur dulden, sondern befördern und den alle anderen an uns auch anlegen. Also das, meine ich, interessiert Voraussetzungen und Folgen einer besonderen Situation. Aber ich meine, die Beobachtung enthält ja schon wieder die Diagnose auch, denn der Kommentator und Sie selber bestätigen das auch, möchte damit ausdrücken, es gibt Trinker, die vertragen Alkohol. Und die Deutschen sind auf dem nationalen Felde Alkoholiker, wo ein Tropfen zum Rückfall genügen wird. Das ist die Frage. Es geht nicht um Ihre Überzeugung, sondern um die Unterstellung. Da bin ich nicht einverstanden. Ja. Es heißt, dass mit 0,1 Gramm Alkohol die Deutschen schlimmer dastehen als andere mit 0,8. Das heißt, dass die ganze Welt auf Deutschland blickt und damit das Bild der Deutschen auf sich selbst mitbestimmt. Das heißt, mit dem nationalen Rausch, wir können uns so etwas nicht erlauben. Und das ist zugleich ein Selbstbild und ein auferlegtes Selbstbild. Und in Frankreich verbringe ich viel Zeit damit zu sagen, wenn zum Beispiel Verbrechen an Ausländern begangen werden, das Brandstecken mit Toten wir in Nizza und in Paris vorexerziert haben, dass das aber die Welt nicht aufgeregt hat. In Deutschland ist es schlimmer geworden dann. Aber die Tatsache der Überwachung, der Bewachung, ich sage auf Französisch immer sourcilleux et soupçonneux, das Misstrauen, es wird wieder anders werden. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist auch, natürlich hat sich Deutschland, die Bundesrepublik, nach dem Krieg definiert, nicht als Nation, sie war ja keine Nation, sie war ein Teil einer Nation, nach einer politischen Ethik in Ablehnung der Vergangenheit und ihrer Nachbarschaft, die abzulehnen war, genauso wie die Vergangenheit. Und das war etwas sehr Positives und ein Deutscher zu dieser Zeit, ein bundesdeutscher Bürger, war jemand, der an Grundwerte mehr anerzogen worden war als an der Nation. Und das fand ich außerordentlich positiv. Nun zum Zweiten, was ist typisch deutsch? Ja, das kann sich sehr verändern. Zum Beispiel ein Polizist, den man fragt, wo gibt es einen Parkplatz? Und der sofort sagt, sie sind schlecht geparkt, um mir die Frage zu stellen, das ist mir neulich in der Schweiz passiert. Wenn mir das in Deutschland passiert wäre, würde gesagt werden, typisch deutsch. Ja. Neulich bekam ich einen Brief aus Deutschland, Antje Vollmer ist damit nicht gemeint, das möchte ich vorher sagen, von einer jungen Frau, von der ich nach den 8 Seiten Brief sagte, das ist typisch deutsch. Sie war eine bei uns Au-pair. Sie können damit nicht gemeint sein. Sie war Au-pair-Mädchen bei uns gewesen. Sie wurde dann ultra-feministisch, ultra-grün. Dann wurde sie aufgefangen, also war sie ablehnend der Religion. Dann war sie beim Protestantismus ganz hart. Dann heute ist sie bei einer Art Sekte, ist Sozialpädagogin geworden. Ich weiß nicht, wie sie dann die Kinder erzieht. Aber die Laufbahn war so, dass ich sie mir nicht vorstellen kann, dass sie woanders als in Deutschland in den letzten 30 Jahren geschehen würde. Und in diesem Sinne war sie typisch deutsch. Aber soll ich davon deduzieren, dass man in Deutschland die Dinge ernster macht, dass man an Humor mangelt, dass man sofort glaubt, die Verbundenheit mit der Natur, das war schon bei der Romantik, da zögere ich immer ein bisschen zu sagen, das sind Dauerzüge. Darf ich zwischendurch, ohne die Diskussion zu steuern, nur ein paar Stichworte festhalten, auf die wir vielleicht zurückkommen werden, nicht, muss gar nicht gleich sein. Ich sammle jetzt unter anderem das Wort spezieller Anspruch an die Deutschen, die Musterhaftigkeit. Das ist jetzt oft durchgeschimmert und das hat ja dann auch mit der Unversöhnlichkeit gegenüber dem Dritten Reich etwas zu tun, der anderen Länder und Kulturen, dass sie sagen, dass denen das passiert, das ist überall sonst ja. Entschuldigen Sie, Herr Stürmer,
der Relativismus in der Historikerdebatte ja auch eine Spur von psychologischer Berechtigung hat, dass man sagt, also eine derartige ungeheuerliche Ausnahme unter den Völkern wollen wir nicht sein und bleiben. Ne? Das ist sozusagen ohne dass man aufrechnet. Wir wollen aber diese Debatte nicht vom Misthaufen der Geschichte wieder in die Mitte unseres Nachmittags hier bringen. Stichhaft Musterhaftigkeit. Stichwort Lage Deutschlands. Sie haben etwas Interessantes gesagt, also die Definition Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, die in nichts sozusagen dem klassischen Topos Deutschlands in der Mitte sowohl die klaustrophobische Situation, die Angst eingeschlossen zu werden, ausbrechen, durchbrechen zu müssen, das alles war eigentlich nicht gegenstandslos geworden, aber auf die eine Seite zentriert, nicht mehr auf alle. Nicht? Deutschland führte keinen psychologischen Allfrontenkrieg mehr, sondern es war auf einer Seite und hatte die Nationalitätsdebatte suspendieren können, durch das, was man jetzt, also ich persönlich ein bisschen vermisse, den verlorenen Verfassungspatriotismus der Heinemann-Zeit. Ne? Da hat man ja eigentlich gesagt, die deutsche Einheit war bei allen meinen deutschen Gesprächspartnern kein Thema mehr. Gerade diejenigen, die sich schuldig waren, etwas gelernt zu haben aus der deutschen Vergangenheit, rechneten nicht damit. Natürlich. Genau das wollte ich sagen. Ich meine, hier ließ es sich sehr gut und fett leben und da drüben, die sollten ruhig weiterhin den Preis für alle die ganze Vergangenheit sagen. Ich glaube das nicht. Das ist unakzeptabel. Das war Gras 89. Entschuldigen Sie, Herr Stürmer, mein nächster Satz war, jetzt ist diese Einheit zustande gekommen und jetzt stellt sich die Frage der Nationalität wieder. Und aufgrund der gelernten Prämissen ist sie schlecht zu beantworten. Aber Herr Busch, jetzt muss man doch mal etwas ins Politische gehen. Wir sind hier so in solchen sozialpsychologischen, philosophischen Großsphären. Ja, Sphären ist wohl das richtige Wort. Aber was ist denn im Moment der Einheit passiert? Die deutsche Politik, die französische Politik haben alles getan, um diese Einheit Deutschlands und damit die Veränderung der europäischen Machtgeometrie aufzufangen im Maastrichter Vertrag. Und der Maastrichter Vertrag, den mag man kritisieren in vielen Einzelheiten, aber die Strategie ist eine richtige Strategie. Und im Grunde haben seitdem die Politiker versäumt... Eine Verlängerung der Strategie der 30 Jahre davor. Absolut. Eine Verlängerung, sozusagen einen deutschen Machtgewinn zu aufzufangen durch Souveränitätstransfer auf eine sehr kluge Weise. Und dann ist diese Sache in England überhaupt nicht verstanden worden. Sie ist auch in den Völkern kaum verstanden worden. Die Medien waren in einer, wie ich fand, unverantwortlichen Weise dagegen. Und zwar überall, nicht nur in Deutschland. Am wenigsten in Deutschland. Und die Politiker haben selbst nicht mehr verstanden, was sie eigentlich wollten. Ja, aber Stürmer, das ist doch entscheidend, wenn Sie sagen, das Modell ist prima, aber keiner hat es verstanden. Nein, es fehlt hier wirklich auch. Das ist doch auch ein Kommentar zur demokratischen Leistung, die da vorliegt. Es hat nicht an der Führung gefehlt, sondern an der Durchführung. Ja, sicher, aber es hat daran gefehlt und das ist die Lage. Und man kann auch sagen... Die modernen Staatlichkeiten sind so kompliziert. Das ist nicht so mit einem großen Rausch zu machen, sondern müssen Sie 1000 Paragraphen machen. Aber auch nicht mit dem Modell. Das Modell verkaufen Sie auch, wenn Sie so schlecht verkaufen, verkaufen Sie es niemandem. Das ist ja sehr interessant. Vielleicht ist es ja auch so, dass es mit Europa genauso schwierig ist, wie es immer mit der deutschen Nation war. Ja, stimmt auch. Sowohl die Formbildung ist schwer, als auch die Identitätsbildung und man geht zurück auf die Vorstufen. Also von daher denke ich, da gibt es wahrscheinlich Ähnlichkeiten. Das ist nämlich auch ein komplexes Europa, was sich aufgrund der Geschichte nicht so einfach bilden lässt, wie sich England, Frankreich, Italien bilden ließen. Und das ist doch in Deutschland genau der Punkt gewesen. Also interessant, ich fand das Bild sehr schön, was Sie gesagt haben mit diesen Eisschollen, die sich da immer so gebildet haben. Das war offensichtlich für eine Mittellage eine interessante und eigentlich die einzig überlebensfähige Formgebung. Das hieß, man hatte verschiedene Zentren, die waren in ihren Identitäten völlig klar, aber man hatte nicht die Identität des Gemeinsamen. Das, meine ich, ist im Augenblick in Europa genau dasselbe. Aber das ist doch genau versucht worden und wird weiterhin versucht. Wir werden über Maastricht hinausgehen und da wird versucht werden, dies in einer, dem 21. Jahrhundert angemessenen Form zu bündeln. Wahrscheinlich mit relativ wenig gemeinsame Außenpolitik, aber sehr, sehr viel gemeinsamer Innen-, Wirtschafts-, Sozial-, Handels-, Technologiepolitik. Ja, Herr Stürmer, aber das ist Strategendeutsch jetzt. Ich weiß. Aber die Realität. Die Realität ist eben die Realität so. Nur wird sie nicht verstanden. Entgleist in vielfältiger Weise. Also Sie müssen ja fragen, was ist bürgerliches Leben? Ich habe übrigens ein herrliches Zitat von dem Graf Ferraris, dem ehemaligen italienischen Botschafter, zu Ihrer Frage, wie ist das mit dem...
Biedermann, den haben Sie ja gemeint und nicht Biedermeier. Und er sagt, die Deutschen sind für mich eigentlich immer angesiedelt zwischen Spitzweg und Baedeker. Also ein Bild des weltreisenden Touristen, der gleichzeitig ein Kleinbürger ist und das heißt entsprechende Verhaltensformen auch zeigt weltweit. Also ein Blick eines Ausländers, deshalb darf man das zitieren. Ich meine, Herr Stürmer, es ist ja entscheidend, was gelingt denn eigentlich an bewusstseinsbildender Arbeit in einem Gemeinwesen, denn sonst kommen auch die besten politischen Entwürfe nicht weiter. Wir haben das Migrationsthema, haben wir auch nicht bewältigt. Ja, wir haben viele Themen nicht bewältigt. Das ist nicht besonders deutsch. Aber zu sagen, wir werden, wenn Sie sagen, Welt, zum Beispiel, nur ein Beispiel zu geben, was man machen kann. Deutschland gilt als Weltexport. 70% ist innereuropäisch. Es gibt an sich nur noch einen innereuropäischen Binnenhandel. Und wenn Sie von Deutschland als europäischer, als Weltexportmacht sprechen oder von Frankreich, so ist das eine schlechte Pädagogik, um zu erklären, was von Europa schon da ist. Jetzt kämpfen, glaube ich, die Sphärologen gegen die Politikwissenschaft. Ich möchte wieder ein bisschen ins Sphärologische hinüber, ne? Das heißt ja auch ins Typologische. Bitte, Frau Höhler, ich verlasse mich darauf, dass Sie nicht zu unterdrücken sind. Wir versuchten ja von den deutschen Realitäten zu sprechen, so habe ich das Thema jedenfalls auch verstanden. Mhm. Also nicht nur von dem, was wir alle als halbwegs intelligente Menschen an Zukunftskonzepten akzeptieren und durchsetzenswert finden, sondern warum, was auf deutschem Boden und in den Köpfen der Beobachter der Deutschen schlecht läuft. Es könnte ja auch sein, dass wir die Debatte über das Deutsche deshalb führen wollen, weil wir so ungeheure Fortschritte gemacht haben, zum Beispiel mit unserer deutschen Demokratie. Und da wollte ich eigentlich weiterführen, was Sie eben begonnen haben. Sie haben gesagt, Verfassungsbewusstsein, das war die Startrampe für die Nachkriegsgesellschaft, die Deutsche. Und da gab es Grundwertedebatten, da gab es Grundwertekongresse. Und dann kam der Wohlstand. Und dann gab es eine deutsche Identität, die erlaubte es, Demokrat zu sein, indem man Wohlstandsbürger war und plötzlich schien alles zu gelingen und eine ganze Weile gelang alles. Und die Deutschen waren mächtig im Sinne von materialistisch erfolgreich. Das heißt, sie haben auch die Folgen dieser Erfolge gut gestaltet, einen mächtigen Sozialstaat aufgebaut. Sie waren also wirtschaftsmächtig, aber sie waren wohl immer noch nicht geschichtsmächtig. Und das fiel nicht auf. Und das fällt erst wieder auf in dem Moment, wo sozusagen der Eintritt in die Geschichte gefordert wird und die Deutschen, jetzt sage ich mal etwas, was nicht von mir stammt, was uns auch Ausländer sagen, und jetzt trittet ihr die Flucht nach Europa an. Ihr werdet wieder sozusagen den Dispens erhalten von eurem Thema, was ist das Deutsche? Weil ihr unmittelbar in einen neuen Großkonzern politischer Art übertreten könnt. Und es läuft ja schwierig, vielleicht doch auch deshalb, weil die Völker, die genau wissen, wer sie sind, es leichter haben mit dem Schritt in einen größeren Zusammenhang. Dieses Argument... Die Deutschen sind nur noch über ihre eigene Lage weg. Die glauben, sie könnten noch Nationen spielen und wissen doch, dass es für die Sicherheit, für die Ökologie, für die Wirtschaft, für die Technologie alles nur noch Gedanken des 19. Jahrhunderts sind. Die Realität ist doch vollkommen anders. Herr Stürmer, wenn aber gewählt wird mit diesen Gedanken im Kopf, was machen Sie denn dann? Ja, natürlich, die Leute leben immer mit den Füßen irgendwo im 19. Jahrhundert und mit dem Kopf in den Wolken. Sie wissen nicht, an welcher Stelle sozusagen dazwischen gewählt wird. Ich glaube, Sie müssen, uns würde jetzt... Ich nehme das ja auch ernst, aber das ist doch die Tragödie zwischen Sein und Bewusstsein, das Sein. Es ist genau umgekehrt, Sie sehen mit dem Kopf im 19. Jahrhundert, mit den Füßen sind Sie bereits in der Gegenwart und mit den Füßen haben Sie die Entgrenzung der Welt bereits erlebt. Sie sind ja schneller als je zuvor über jeder Grenze. Aber der Kopf ist noch nicht so weit. Und zwar nicht nur, er ist nicht nur im 19. Jahrhundert. Ich habe das Gefühl, wir sind als Europäer allesamt noch in irgendeiner Weise fixiert an Problemlagen, die mit dem späten Mittelalter etwas zu tun haben. Ja, das heißt, mit Problemlagen einer Zeit, in der die Idee des Reiches sich auflöst. Das heißt, dass wo ein Ensemble vieler Nationen in einer höheren Einheit sich konfiguriert hat, das ist auseinandergebrochen mit dem späten Mittelalter, mit der frühen Neuzeit, in eine Richtung, für die es einen hässlichen, aber sehr betreffenden Namen gibt, nämlich Imperialismus. Europa ist der Mutterboden der Revolutionen und der Imperialismen. Europa hat sich aufgelöst in vier wesentliche Imperien. Wir hatten das Spanische gehabt, wir haben das Französische, das Britische. Und die Deutschen waren in dieser imperialistischen Konfiguration immer das Problemkind, weil sie die älteste Imperium-Idee hatten.
nämlich die mittelalterlichste. Die mildeste. Ja. Also wenn ich an den das mal, darüber würde ich jetzt nicht streiten. Ich sage, sie hatten die älteste, die komplizierteste auch, weil sie am meisten theologisch noch geladen war. Ja. Wenn Sie mal versuchen nachzuvollziehen, was im Kopf Adolf Hitlers wirklich vorgegangen ist, da kommen sehr viele das kann man ja. Das kann man sehr genau. Das ist alles hoch, das ist alles zu tun mit den 800 Jahren des Alten Reichs hat das doch, alles. Das hat sehr viel damit. Das ist eine totalitäre Vision, die vollkommen im 20. Jahrhundert angehört. Das ist absolut unwahr. Was er gedacht hat, steht in einem Kontinuum von katholischen Reichsspekulationen. Das kann man sehr gut nachweisen. Ich denke, die offizielle Historie hat in diesem Punkt immer gefälscht, hat immer versucht, die Relevanz und die Aktualität dieser Gedanken zu neutralisieren. Frankreich hat unter den kontinentalen Mächten den schnellsten Sonderweg gewählt und hat eine Form der Imperialität entwickelt, die übrigens bis heute nicht erledigt ist. Ne? Es ist das Land mit den aggressivsten geopolitischen Spekulationen bis auf den heutigen Tag, mit der bewusstesten Form symbolischer Großmachtpolitik und all die, aber es ist eine, von uns aus gesehen, sieht das aus wie ein gesunder Imperialismus, also ein gesunder Restimperialismus. Aber die europäische Sonderproblematik der Deutschen hat mit einer spätmittelalterlichen Konfusion erledigt ist. Und das sehen Sie auch heute noch, dass zum Beispiel die ganze Osteuropa-Problematik, die Nicht-Integrierbarkeit des Ostens, die Schwierigkeit, selbst die Polen, obwohl sie doch gute Katholiken sind, selbst die Kroaten und von den Russen ganz zu schweigen, in ein solches Ensemble hereinzunehmen, das sind spätmittelalterliche Nein, das sind ganz konkrete, warum wir sagen ununterbrochen, wir wollen die Polen rein, jedes Mal, wenn eine Tonne Stahl aus Polen kommt, machen wir die Grenze zu. Das sind ganz konkrete Wirklichkeiten des Widerspruchs, des Offenseins von Europa nach Osten und das nicht teilen wollen, so wie es unter Deutschen auch der Fall gewesen ist. Und ich glaube, wenn Sie sagen, die Probleme des Mittelalters, Arbeitslosigkeit war kein systematisches Problem des Mittelalters, Finanzproblematik und Zusammenbruch der Währung war kein mittelalterliches Problem. Und es gibt einen Unterschied zwischen Realität und Bewusstsein der Realität, was wir in den Schulen noch lernen in Frankreich, im Sinne von Michael Stürmer, hat mit der Realität des heutigen Europas furchtbar wenig zu tun. Aber das sitzt dann in den Köpfen auch unserer Außenminister und Präsidenten und so weiter. Und das macht eine Diskrepanz zur Realität. Und ich möchte sagen, wir sind viel fortgeschrittener im Grenzen, nicht nur Zerstörung, der Not, die wir zusammen haben, die Nöte und die Probleme, die wir zusammen haben, wo wir völlig integriert sind im Sinne, dass einer nichts kann oder den anderen. Aber das Bewusstsein fehlt noch. Das gilt für Frankreich noch genauso wie für Italien oder für Deutschland. Und ich sehe da keine deutsche Besonderheit. Ich wollte gerade mal darum bitten, dass wir doch versuchen jetzt mal aus den sehr weiten Bezügen rauszukommen auf die im Augenblick vorherrschenden Fragen. Weil vielleicht kommen wir über den Weg ein bisschen weiter. Also ich stelle fest, dass egal wie die deutsche Geschichte gelaufen ist, wie kompliziert auch immer, es eine politische Strömung in unserem Land gibt, die sagt, das gehört dazu, dass wir unsere Rolle in der Welt wiederfinden, dass wir wie die anderen ein Stückchen Identität, ein Stückchen Normalität, ein Stückchen Patriotismus haben, die das sozusagen als Grundvoraussetzung, egal was gelaufen ist, dafür ansehen, dass wir überhaupt wie die anderen diese Rolle spielen können, weil sie sagen, sonst wird das kippelig. Also jedes Land, was diese Identität nicht ausbildet, das ist kompliziert. Und die anderen sagen, die Notwendigkeit, Identitäten von Nationen zu bilden, ist überhaupt überholt. Also das sei 19. Jahrhundert. Und also mir persönlich geht es so, dass ich dieser Identitätsdebatte, dass ich der nichts Krisenlösendes mehr zutraue. Um nicht zu sagen, ich empfinde sie auch ein bisschen als langweilig und gelegentlich gefährlich, weil diese Identität, die sich partout nicht bilden will, diese Nicht-Identität, die schlägt gerade wild um sich. Ich glaube, das ist ein Teil der Unruhen, die wir jetzt auch haben, auch dieser geladenen Stimmung. Und also fände ich sehr viel besser, man würde andere Begriffe benutzen, nämlich zum Beispiel, sind deutsche Aufgaben oder was ist deutsches Interesse? Meinetwegen, das ist eine gute nationale Frage, was ist deutsches Interesse? Dann kommt man aber weg von diesen Graben irgendwo in den tiefen Ressourcen der Menschen, wo ich denke, wir kriegen es nicht mehr gelöst, aber es ist auch gar nicht mehr wichtig. Herr Fahlin, entschuldigen Sie bitte.
Herr Stürmer. Herr Farin, mit dem Wort Interesse ist ja wieder etwas angesprochen. Ich finde das ein Gedanken, den Sie gemeinsam haben, wenn ich mich nicht irre. Also Identität stellt sich unter anderem her, nicht dadurch, dass man Nabelschau betreibt oder in der Geschichte nachgräbt, sondern dadurch, dass man eine gemeinsame Aufgabe leistet und sich durch diese Aufgabe definiert. Zum Ersten ein paar Bemerkungen zu unserer Diskussion. Ich glaube, die Tatsache, dass kulturelle Identität oder ein Begriff kulturelle Nation und andere solche nicht politische Aspekte der Nation waren den Deutschen eigen, bevor politische Nation am Horizont erschien, als Möglichkeit, dann als Realität, hat im Wesentlichen vieles geprägt, wie im 19. als auch im 20. Jahrhundert. Zum Zweiten, Muster zu sein, das war nicht Eigenschaft der Deutschen allein, besonders in unserem Jahrhundert. Sehen Sie Japaner, sie wollten Muster sein für viele im Osten. Nehmen Sie Franzosen, Briten in Europa, Amerikaner für wenigstens halbe Welt, die Russen nach 1917 für die ganze Welt und so weiter. Das ist ein Trend oder ein Versuch, in ganz neuen Verhältnissen und ganz neuen Konstellationen sich zu finden. Und hier spielte eine verhängnisvolle Rolle ein Charakterzug der deutschen Nation. Fähigkeit dieser Nation in kritischen Momenten ganz riesige Potenzen und Kräfte mobilisieren für ein einziges, ganz konkretes Ziel. Hier in dem Sinne sind die Deutschen aus meiner Überzeugung vielen anderen Nationen oder nationalen Gemeinschaften paar oder sehr mehrere Schritte voraus. Welche Nation konnte im Zweiten Weltkrieg allein praktisch gegen riesige Anti-Hitler-Koalition so lange stand zu halten? Dazu brauchte man neben dieser schrecklichen Organisation, die vorhanden gewesen war, auch was dazu. Und dies dazu, aus unserer historischen Erfahrung, kann auch in der Zukunft ganz wichtige Rolle spielen. Und dann, nach der Spaltung Deutschlands, war nationale Frage, so wie man sie im Westen deutete, wiederum ein Ziel, die eine Nation aus Trümmern des Geschehens zusammen zu schweißen versuchte. Die Nation, genauer gesagt, ein einheitliches deutscher Staat, ein einheitlicher deutscher Staat ist da. Und nationale Frage als solche ist für viele irgendwie verloren. Das Ziel ist schon in die Ferne, neue Sorgen sind an der Tür oder schon zu Hause nicht berufen und die Aufgaben, man sucht nun schon wiederum für Deutschen neue Aufgaben. Für mich war, das war mein Traum, wenn Sie wollen, meine Vision, ich glaubte, mit Lösung der deutschen Fragen in Ihrem Sinne kommt gleichzeitig die Lösung deutsche Frage in unserem Sinne. Unserem, das heißt mehrerer Europäer, dass die Spaltung Europas ist überwunden und ein System des permanenten oder eines unerschütterten Friedens ist gestiftet, ist in Reifen, es kommt vor. Herr Fallin, ich habe auf Ihren Sprachgebrauch geachtet. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch aufgefallen ist. Sie haben gesagt, eine verhängnisvolle Eigenschaft der Deutschen. Das war die Fähigkeit, Kräfte zusammenzufassen. Und dann haben Sie nachher gesagt, damit waren Sie den anderen einen Schritt voraus. Das fand ich hochinteressant, weil es eigentlich das Dilemma bezeichnet, an dem wir laborieren. Aber und außerdem, ich glaube, das stimmt gar nicht. Darf ich noch fertig reden, Herr Groß? Entschuldigung. Ein zweiter Punkt, der mich interessiert, ist, Sie sagen, die nationale Einheit, die Deutschen haben sie gewollt und sie ist zustande gekommen. Ich glaube, diese Bemerkung macht Ihrem
Gesprächspartner von damals, Egon Bahr, besondere Ehre, denn er war wohl nicht der repräsentative Westdeutsche, dem sie damals begegnet sind. Es gab in der Sozialdemokratie die Gruppe, die damals die Ostpolitik geprägt hat, der sie begegnet sind und die in der Tat sozusagen in dieser Nachfolge gearbeitet hat. Aber man muss ehrlicherweise sagen, die deutsche Einheit zu Wege gebracht hat die ostdeutsche Bevölkerung, die ihr Regime beseitigt hat. Der Zusammenbruch der Sowjetunion. Gut, ja, also die in der Konstellation Gorbatschow. Ein bisschen komplizierter alles, aber klar, nehmen wir Ihre These als aber beinahe Realität. Ich würde sagen, es war nur die Frage der Zeit, wann. Und es war nur auch die andere Frage aktuell, wie. Man konnte das auf die oder andere Weise weniger schmerzhaft, mehr schmerzhaft, mehr mit größeren Gewinnen für Europa als Ganzes, mit kleineren Gewinnen. Das war die Frage akut. Seit 52? Nein, nicht ja, seit 52. Das war im Grunde genommen seit 70. Das ja. Treffen zwischen Willy Brandt und Willy Stoff in Erfurt, das war praktisch Anfang des politischen Wiedervereinigung. Jetzt sind wir bei einer Debatte über die Vorgeschichte der deutschen Einigung. So schön die wäre, das ja, sind einige von uns ja. nicht es gehört, dafür ausgestattet. Aber es gehört dazu. Also bleiben wir noch ein bisschen bei dem deutschen Komplex. Ja. Was Frau Vollmer angesprochen hat, dass man jetzt eigentlich diese Identitätsdebatte, und das heißt, sind wir eine Nation, sind wir keine, zurückstellen sollte, als eine Lektion, die nun mal versäumt wurde. Und jetzt schreiten wir fort was zu... Was Lektion versäumt? Ja. Ich verstehe das überhaupt nicht. Die Debatte ist schlecht und irrelevant. Es geht jetzt darum, einen Standort und Interessen zu bestimmen und zu sagen, was man in der Welt erreichen will, was man erreichen muss, was man sich schuldet, was man anderen schuldet. Das ist alles viel wichtiger als diese Identitätsnebelwolken. Das ist doch, was ich gesagt habe. Also wenn ich Herrn Fallin aufnehme, dann hat er gesagt, eine Aufgabe der Deutschen, so haben Sie das gesehen, ist, dass sie vereint mehr tun können für die Vereinigung Europas. Das wäre eine Möglichkeit, die Frage der deutschen Interessen oder der Aufgaben der Deutschen zu bestimmen, die mir auch sehr passen würde. Ja, das tun wir ja auch und daran übernehmen wir uns gegenwärtig. Warum? Aber wir machen es trotzdem. Ja, warum übernehmen wir uns? Ja, das ist doch ganz evident, weil einmal das Ordnungsgefüge, in dem bisher alles stand, in dem Europa gedacht wurde, Westeuropa gedacht wurde, selbst noch Maastricht, dieses Ordnungsgefüge ist zerbrochen. Das ist eine Riesenorientierungskrise. Und es stellt Aufgaben, an die wir bisher überhaupt nicht gedacht haben. Hauptaufgabe ist gegenwärtig zu sehen, dass im Osten das Festland einer politisch festen und wirtschaftlich festen Organisation ausgeweitet wird. Dies ist nur zu machen, wenn man die europäische Gemeinschaft ziemlich gründlich umbaut. Die gemeinsame Agrarpolitik, die ein Herzstück der europäischen Gemeinschaft ist, ist zusammen mit Polen, Ungarn und so weiter überhaupt nicht durchzuhalten. Gleichzeitig brauchen wir hier den Ausgleich der Löhne zum Beispiel, den Ausgleich der Sozialleistungen. Wir haben in Tschechien können sie produzieren für ein Zehntel oder ein Sechstel der Kosten hier. Ökologisch ist das alles einfacher dort gebaut. Dies alles muss ausgeglichen werden, sonst gibt es Risse in Europa und Klüfte, auch in unseren einzelnen Gesellschaften, die sind enorm. Das sind also Aufgaben, an denen gerade die Deutschen, weil sie sowohl nach Osten schauen, wie natürlich auch nach Süden schauen müssen, nicht nur nach Portugal, sondern auch in die anderen Mittelmeerzonen, in denen die Deutschen enorm gefordert sind, enorm viel leisten müssen. Und dann ist dahinter das riesige Problem Russland, dass wir von außen beobachten, versuchen ein bisschen zu beeinflussen, aber das natürlich so groß ist, dass wir daran uns überheben können. Nur. Und ich stelle bei Ihnen eine gewisse Unlust fest, gewissermaßen beim Thema zu bleiben. Das gehört zum Thema. Eigentlich stellt Herr Stürmer heute ganz besonders konsequent und mit einem gewissen Trotz das dar, was ganz im Gegensatz zur Lage bei den Bürgern selbst, wie sie dort wahrgenommen wird, das, Herr Grosser, lassen Sie mich doch einfach sagen, ich fühle Ihren Einwand schon, aber lassen Sie mich mal eben zu Ende sagen, sozusagen mit viel
Herrschaftswissen im besten Sinne gesättigt die Strategie für die nächsten Jahrzehnte ist. Ich rede von Führung und nicht von Demoskopie. Ja, Sie reden von Führung, genau, das macht man ja mit Herrschaftswissen. Führung. Ja, wieso? Klar. Besser mit Herrschaftswissen jetzt passen Sie mal auf. Ja, jetzt will ich Folgendes sagen. In der Demokratie,